Ich möchte mit einem Zitat beginnen. Unser Tun dient nicht nur der Stunde, dem Tag oder diesem Jahr. Wir haben die Pflicht, in Generationen zu denken. Das Zitat ist von Ludwig Erhard. Und genau das tut diese Regierung gerade nicht. Sie denkt nicht in Generationen, sie denkt nicht in die Zukunft und sie trifft nicht die notwendigen Entscheidungen. Der Finanzminister und sein Partner in Crime, Olaf Scholz, sind mit der zerstörerischen Ideologie der Schuldenbremse quasi der lebende Bremsklotz für Investitionen in die Zukunft. Wir werden von Menschen regiert, denen wirklich jede ökonomische Weitsicht fehlt. Die Ampel wird durch dieses Beharren auf der Schuldenbremse bei gleichzeitiger Weigerung, die wirklich hohen Vermögen in diesem Land vernünftig zu besteuern, ja, droht zum Sargnagel für den Sozialstaat zu werden. Und Bundesfinanzminister Lindner will im Haushalt zusammenkürzen, weil er eben weder die Schuldenbremse aussetzen noch Reiche gerecht besteuern will. Und er hat dabei offensichtlich und leider den Bundeskanzler an seiner Seite. Jetzt soll der Sozialetat dran glauben und überall soll gekürzt werden. Und man fragt sich wirklich, geht dieser Mann ab und zu auf die Straße? Geht er in die Wohnviertel? Und zwar gerade dort, wo nicht die Villen stehen und nicht die Reichen in dieser Republik leben. Nimmt er zur Kenntnis, dass die Schlangen an den Tafeln länger und immer länger werden? Nimmt er zur Kenntnis, dass viele Kinder in diesem Land in Armut aufwachsen? Und weiß er, dass es Rentnerinnen und Rentner in diesem Land gibt, die sich fragen, ob sie essen oder heizen sollen, weil sie sich nicht beides leisten können? Das ist die Situation in diesem Land. Und wer in einer solchen Situation noch ernsthaft fordert, weiter zu kürzen und die Axt anzulegen an den Sozialstaat, der spaltet die Gesellschaft und der versündigt sich an denen, die ohnehin viel zu wenig haben. Und nicht nur die Sozialverbände und die Linken fordern, Geld für Investitionen freizumachen. Das geht bis hin zu konservativen Ministerpräsidenten. Das geht hin zu Wirtschaftsweisen und Experten, die sagen, natürlich brauchen wir jetzt Investitionen. Und in 1,5 Wochen soll der Haushalt stehen. Langsam tropft ja bei der SPD Stück für Stück die Erkenntnis durch, dass das Dogma der schwarzen Null Stillstand und wirtschaftliche Unvernunft bedeutet. Aber solange ein sozialdemokratischer Kanzler den Kürzungen bei Sozialausgaben zustimmt und die Linie von Finanzminister Lindner deckt, so lange bleibt das natürlich ein Lippenbekenntnis. Und wir brauchen eine Entscheidung. Sozialstaat, Zukunftsinvestitionen, Generationengerechtigkeit oder Aufrechterhaltung der Schuldenbremse und Aufrechterhaltung einer Steuerpolitik, die die Reichen, die Superreichen in diesem Land schont und sie nicht vernünftig an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben beteiligt. Und eine Entscheidung, die steht jetzt an im Haushalt. Wir sagen, wir müssen den Weg freimachen für Investitionen. Sonst haben wir doch dauernd irgendwelche außergewöhnlichen Notsituationen, sonst hat man permanent irgendwelche Schattenhaushalte, Sondervermögen, um irgendwie Geld aufzutreiben. Wir sagen Schluss mit den Nachtragshaushalten, mit den Reformchen bei der Schuldenbremse und mit den Kürzungen auf Kosten der Zukunft. Wir brauchen nicht einfach nur ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse, natürlich fordern wir das. Wir brauchen die Abschaffung dieser Investitionsbremse, weil nachkommende Generationen werden uns nicht fragen, habt ihr im Jahr 2024 die Schuldenbremse eingehalten? Nachkommende Generationen werden uns fragen, warum habt ihr den Klimawandel nicht aufgehalten, als es noch möglich war? Nachkommende Generationen werden uns fragen, warum habt ihr die Schulen so zerbröseln lassen und warum stürzen Brücken zusammen, weil sie nicht vernünftig saniert sind? Das ist Generationenverantwortung und Generationengerechtigkeit und die brauchen wir mit Blick auf nachfolgende Generationen. Und ich möchte mit Blick auf den Haushalt natürlich auch sagen, es wird nicht überall gekürzt. Wir haben einen Rekordrüstungshaushalt von über 91 Milliarden Euro. Das ist die Erfüllung des 2%-Ziels der NATO. Über 91 Milliarden Euro. Das zeigt, wo ein Wille ist, da ist auch Geld. Und es gab das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Geld für Aufrüstung, aber kein Geld für Bildung, für Gesundheit, für Soziales. Bei Rheinmetall und anderen Rüstungskonzernen knallen die Sektkorken angesichts der Auftragslage, während andere nicht wissen, wie sie ihre Einkäufe bezahlen sollen. Und das ist genau das Problem der sozialen Schieflage, aber auch der Prioritätensetzung dieser Ampelregierung.
Soweit also Janine Wissler, die Parteivorsitzende der Linken, die sagt, es fehlt der Regierung an ökonomischer Weitsicht und die Regierung ist der Sargnagel des Sozialstaats. Emanuel Richter, die Linken haben bei der Europawahl eine krachende Niederlage einstecken müssen, vor allem wenn man das jetzt zur Hauptkonkurrenz in Anführungsstrichen Bündnis Sahra Wagenknecht sieht. Wenn man hier jetzt zugehört hat, ist die Strategie jetzt ganz klar linke Politik, ganz klar Sozialstaat und eben die Kritik an jeglicher Form von Sparmaßnahmen? Also mir kommt das etwas zu monothematisch vor, muss ich sagen. Denn diese Kritik an der Schuldenbremse, die sie mit dem Zitat von Ludwig Erhard eingeleitet hat, was ja eine gewisse Ironie darstellt, wie war das, Pflicht in Generationen zu denken, das wird ja genau gegen dieses Argument, was sie vorgebracht hat, ins Feld geführt, dass man nämlich sagt, wenn wir die Schuldenbremse aufweichen, dann belasten wir die zukünftigen Generationen mit Zinszahlungen, mit Krediten, mit Steuerbelastungen, die eben ein zu viel darstellen für zukünftige. Also insofern kann man dieses Argument, was sie jetzt für die Aufweichung der Schuldenbremse benutzt hat, genau auch für das Gegenteil benutzen. Insofern, das hätte sie vielleicht mal erwähnen sollen, weil die Linke hat ja in der Tat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Insofern, als dass sie zwar die sozial Schwachen anspricht, aber von denen nicht gewählt wird. Und insofern müsste sie irgendwie vielleicht eine differenziertere Argumentation oder eine veränderte Argumentation ins Feld führen. Und das habe ich jetzt gerade im Moment jedenfalls in der Stellungnahme von Frau Wissler noch nicht gefunden. Ist Ihr Eindruck, dass es sich bei den Linken um eine Partei handelt, die sich jetzt ein bisschen rütteln, schütteln muss nach sehr vielen Wahlniederlagen und nach dieser Abspaltung des Bündnis Sahra Wagenknecht und dann wieder auf die Beine kommt, wenn man sich neu gefunden hat? Oder sehen wir eine Partei, die sich nach und nach aus unserer Parteienlandschaft verabschieden wird? Naja, wenn man den Wählerzuspruch betrachtet, dann muss man sagen, diese Partei ist erheblich marginalisiert worden. Das ist schon dramatisch, jetzt wenn man mal so im Hinblick auf den Gesamtwählerstimmenanteil schaut. Und ich glaube, auch programmatisch muss sich diese Partei neu aufstellen. Also diese Gleichung, die Frau Wissler eben aufgemacht hat, wenn man nicht Geld investiert, also wenn man nicht die Schuldenbremse beibehält, und nur in die Rüstung investiert, dann ist das eine Verletzung des Sozialstaatsprinzips. Die war ja immer schon Programmatik der Linken und hat ganz offenbar nicht genügend Wählerzuspruch gefunden. Also insofern müsste jetzt diese Argumentation in irgendeiner Weise aufgebrochen, erweitert, verändert werden. Und das hat Frau Wissler jetzt noch nicht in Aussicht gestellt. Also insofern ist da das Bündnis Sahra Wagenknecht vermutlich dadurch, dass ihre Programmatik etwas schwammiger ist, etwas weniger konkret, sehr viel mehr Chance auf Zuspruch von Leuten, die eben sagen, naja, für die Sozialschwachen müssen wir irgendetwas tun. Und insofern umgekehrt geht jetzt, glaube ich, der Auftrag an die Linke, da eben auch noch mal programmatisch in eine Art Klausur zu gehen und sich zu fragen, wie bringen wir unsere Botschaft linker Politik an die Wählerinnen und Wähler, ohne dass die uns eben eigentlich ja unsere Adressaten davonlaufen. Diese Frage muss geklärt werden.